Tja, hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Mein Name ist LocalZ und dies hier ist Son Goku. Und wir haben in der letzten Folge im Vulkan Elin, also besser gesagt im Tempel des Erdlandes, haben wir den Boss besiegt und ja, wir haben die Steintafel, die Bernsteintafel. Bernsteintafel oder so gefunden und ja, jetzt können wir ein neues Gebiet erforschen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es dort aussieht. Ich hoffe, dass ich das irgendwie gut hinkriege und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ein schönes Gelb. Oh, Fei, hey. Gebieter, ich stelle fest, dass sich in südwestlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Okay, wenn es um Vorbereitung geht, ja, zwei Feen, Herztrank, Holzschild, wo ich übrigens auch das Holzschild empfehle, sogar fast Pflicht ist. Ja, Pflicht nicht unbedingt, aber sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Also, in südwestlicher Richtung, aber das stört mich nicht, ich springe einfach da. Weil, hey, wir möchten nach Ranel. Das ist alles, was ich jetzt gerade im Moment zählt. Also, wo ist Ranel? Ranel, wo ist dieses gelbe Ding? Gelbes Ding, da ist grün, da ist gelb. Okay, fliegen wir mal rüber. Oh, hallo? Anderer Wolkenvogel. Und ja, ich glaube, ich habe die Dinger noch nicht erklärt, oder? Also wenn man durch solche Felsen durchfliegt, dann kriegt man unglaublichen Geschwindigkeitsschub. Und ja, da ist man schneller, viel schneller. Und ja, ich glaube, wir befinden uns genau in diesem Moment. Nein, noch nicht. Okay, jetzt. Befinden wir uns über dem Loch in den Wolken. Und schaut sehr, wüstenartig aus. So, Son Goku. Gute Landung hinkriegen. Und? Okay. Es schaut cool aus irgendwie. Gebieter Son Goku, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranel-Mine angekommen. Interessant. Seit hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Ja. Was dann war es vorher was anderes? Interessant. Ja, das können wir uns ja nachher noch ganz genau ansehen. Auf jeden Fall. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits vorausgeeilt ist. Okay, ja. Ich schätze das auch. Ja, suchen wir mal nach Zelda, weil. Aha, da irgendwo da hinein. Und ja, das summende Geräusch hier, was ihr da alle hört, und ja, das ist ein Käfer, einer der eher selteneren Sorte und schwer zu fangenden. Aber ich habe eh das Meisterfingernetz und ich weiß, wie man sich langsam bewegt und. Ja. Das hier ist nämlich eine Sandzikade. Und lässt sich nur schwer fangen. Ja, ist richtig. Trotzdem habe ich 14 Stück von denen. Und ja, da haben wir schon unser erstes Artefakt für dieses Gebiet gefunden. Ha, schnell geht's dahin. So, ansonsten. Ah, ich glaube, ich habe noch nicht die volle Funktionsweise der Bomben erklärt. Da liegen übrigens noch ein paar Stück, also für den Fall, dass wir da jetzt alles aufsprengen. Da oben sicher ein Schatz. Okay, vielleicht schaffe ich es irgendwie da raufkommen. Ja, schaut schlecht aus. Ihr nicht. Okay, gar nicht. Okay, bis die Bomben auffüllen, denn ich werde sehr viele Bomben brauchen, das weiß ich jetzt schon.
Und sonst ist da gar nichts in dem Gebiet? Okay, na gut. Ja, ihr kennt es eh schon. Speichern an jeder Vogelstatue, die man sieht. So, okay. Wo geht's weiter? Da ist gar nichts. Na, schaut nicht so aus. Oh. Hi. Hi. Okay. Oh, ist die Sackschaft. Und dieses Ding sollte man, glaube ich, nach vorne. Ja, unbedingt nach vorne. Ich glaube, es geht eh nur nach vorne. Also passt es schon irgendwie. So, runter damit. Und. Oh, was zum. Okay. Das wollte ich nämlich erklären. Das sind neue Schleim und das sind elektrisch. Fast. Man schlägt entweder im richtigen Zeitpunkt zu oder man sprengt's. Geht auch recht gut. Und manche Schleimarten, ja, verschlucken sogar diese Bomben. Und ja, die sind dann sofort tot, ohne sich vorher zu zerteilen. Und ja, das kann manchmal recht lustig werden. Besonders gegen größere elektrische Schleime, ja, da verwende ich gerne mal eine Bombe. Weil, ja, es ist relativ gefährlich, da ohne Bombe dann draufzuschlagen, weil irgendwann triffst du mal einen, den was du nicht treffen willst, und dann nimmst du gleich einmal Schaden, und das ist schlecht. Schauen wir mal, ob das die Kleinen auch können. Ja, die können das. Ja, weg sind sie, beide. Futsch. Immer da. So, ich springe jetzt ganz geschwind, während ich versuche, dass ich da abhaue. Ja, hat gut funktioniert. Ah, nicht zurück. Und ich glaube, das Ding muss ich nicht einmal schieben. Na, muss ich nicht. Zumindest noch nicht. Später vielleicht. Denn, wenn wir weitergehen, ist da so ein Stein. Oder Kristall? Kristall. Und wenn man da mit einem gekannten Schwerthieb oder Bombe oder irgendwas anderes drauf hat, aktiviert er sie. Ja. Hä? What the heck? Auf einmal ist alles grün. Hallo? Was ist da passiert? Hi. Wo kommst du denn her? Wir sammeln hier Steine der Zeit. Die tragen wir zum Randellsteinwerk. Die Steine sind gefährlich und nichts für Menschen. Rühr sich nicht an. Okay. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Wirklich? Okay. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Oha, deswegen ist es grün. Und manchmal erscheinen in der Vergangenheit Äonenblumen. Also auch recht nett zum Einsammeln. Und ein paar sollte man doch immer auf Vorrat haben. Denn, ja, glaubt's mir, ihr werdet es brauchen. So, und diese Dinger sind anscheinend schwebend. Ja, boah, das ist aber schön zum Reisen. Eine Schatztruhe. Yeah. Und da haben wir 20 Rubine. Naja, besser als nichts. So, noch 2 Punkte zum Sprengen, während ich kurz mit dir rede. Du willst hier arbeiten? Dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. Was? Komische Kappe? Das ist eine coole Kappe. Sag nichts gegen meine Kappe. Oh, na gut. Ciao. Ja. So, die Rubine, die wir sehen, könnten wir übrigens auch mit dem Käfer einsammeln, aber das lasse ich aus. Für was? Auf jeden Fall, vorhin haben wir eben das Ding da gehabt, und wenn wir das jetzt weit genug schieben, zuerst hole ich mir aber noch die 2 Bomben, dass ich wieder voll bin, dann schieben wir das sozusagen in die Vergangenheit und können hineinspringen. Und ja, die Türen öffnen sich nicht durch Menschenhand, nur durch solche Loren. Loren, ja, das ist ein Kurzwort. Und ja, da sind wir am Ziel. Und eine weitere
Äonenblume. Und die springe mal alles. Mehr Bomben. Ein weiterer Stein der Zeit. Okay, das ist schön. Ja, aktivieren wir. Und wenn man einen Stein der Zeit aktiviert, dann... Ja, dann deaktivieren sie die alle anderen in diesem Gebiet. Also für den Fall, dass du einen aktivierst, während du auf einer vorhin sicheren Stelle stehst, kann manchmal böse ausgehen. Je nachdem, wie du gerade stehst. Für den Fall, da haben wir wieder diese Elektroschleims. Sehr gut, sind schon tot. Und ja, das da ist Treibsand. Wenn man lang genug wartet, dann versinkt man. Oder wenn einem die Ausdauer ausgeht, das ja, ist mir eh in dem LP schon einmal passiert. Das hat ja dann schlussendlich mehr oder weniger zum Einsatz einer Fee geführt. Ist mir heute noch immer peinlich, aber okay. Und ja, die Dinger lassen sich super aufspringen und... Aha, das wird sogar hergezeigt. Hey, hi du. Jetzt kommen wir wieder. Weg. Okay. Auch weg. Sehr gut. Der Grund, warum das hergezeigt worden ist, ist eben, weil da ja, ein Durchgang ist. Und da gibt's wieder diese Teile und Sandskrumine, schätze ich mal. Naja. Ja, ich brauche ja ein bisschen Geld. Und was sehr, sehr interessant ist, solche Teile. Das sind Ameisen, wie man sehen kann. Und? Ja, Ranell-Ameise. Ganz einfach. Relativ einfach zu fangen. Und was auch interessant ist bei diesen Ameisen, man kann sie auch zersteigen. Also, so wie dieser gerade. Sorry. War mit Absicht. Okay. Ja, wenn da schon Ameisen sind. Man kann diese Insekten und Schätze auch verkaufen. Also... Ich werde sicher irgendwann herzeigen. Habe ich schon hergezeigt? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß, dass ich mal was getan habe in der Richtung, aber habe ich es hergezeigt? Ich habe schon vergessen. Auf jeden Fall, da haben wir wieder ähnliche Gegner, wie wir es beim letzten Mal gehabt haben. Und ja, sprengen, die beste Option. Das Problem ist, ja, ich habe es ja schon geschätzt. Ich habe nur 3 Bomben und... bitte spring mich nicht. Okay. Ciao. Okay, jetzt zu dem darüber. Bye bye. Okay, kurz auf die Ausdauer warten, denn das ist auch sehr wichtig, weil... Ja, ich glaube, man verliert eh keine Energie, wenn man da untergeht, aber es ist trotzdem sehr, sehr unschön. Deswegen, die Schatztruhe da oben will ich irgendwie haben. Ja, schauen wir mal. Da werden wir sicher noch hinüberkommen. Und ja. Oh. Diesmal die etwas größere Variante. Was auch. Ja. Nochmal Schleim oder Glibber. Ja. Ich hab viel zu viel Glibber. Ich sollte das Zeug einmal verkaufen. Ja, vielleicht mache ich das einmal. 25 Glibber. 25 mal 30. Boah, das gebe ich jetzt viel. Ich will es mir gar nicht ausrechnen, so viel ist das. Okay, sprengen wir mal alles. Oh, ich hab keine Bombe. Ah, ich hab keine Bombe mehr. Ah, okay, da sind mehr. Okay, dann rolle ich mal das darüber, während ich ein bisschen Bomben auffülle. Sehr gut. Dann rolle ich das nächste rüber. Hoffentlich erfolgreich. Oh, Curveball. Ah, und es ist sie perfekt ausgegangen. Ah, ja, sehr gut. Und rüber. Was? Hat nicht ausgereicht. Okay, noch keinen. Ah, diesmal sollte es gut platziert sein. Die Bombe schnappe ich mir noch. Und? Ja. Damit haben wir... wieder mal einen Stein der Zeit aktiviert und da haben wir diese Viecher wieder. Und für die gibt es auch einen Alternativplan. Nämlich,
Wer hat's gedacht? Bomben! Man wirft eine hin und sie sind so nett und versuchen die zu essen. Und ja, den Effekt kennt sie selber begutachten. Arme Viecher. Na gut, da haben wir noch so ein Teil, also springen wir es gleich mal. Bist du schon weg? Sehr gut. Hi du! Vor kurzem wurde einer meiner Freunde entführt. Man munkelt, dass diese Kerle uns die Energie abzapfen. Wie schrecklich. Oh, okay. Wahnsinn. Okay, mehr Bomben. Denn ich werd's brauchen. So, 8. Ja, schauen wir mal weiter. Na, mit dem Kollegen rede ich mal ganz kurz. Kollege? Was macht ein Mensch an diesem Ort? Suchst du etwa Steine der Zeit? Sie sind nett und schön fürs... Au! Ah! Okay. Ja, ich empfehle trotzdem noch, dass wir das aktiviert lassen, denn... Ich weiß nicht, fällt mir besser in der Vergangenheit. Hallo? Das da sind nämlich, ja... Libellen, genau, Gerudo-Libellen. Und ja, sie sind recht flink, aber wenn man weiß, wie man es einfängt, dann sind es auch kein Problem mehr. Ja, jetzt hätte ich bald einen Fehler gemacht. Okay, besser. So, springen wir das auch gleich da platzieren. Sehr gut, und habe ich gerade die Libelle. Na, ich hab die Libelle mitgesprengt. Arme Libelle. Okay, das Vieh vernichte ich einfach so, weil. Ja. Bye bye. Und? Hey! Schatztruhe. Schatztruhen sind toll. Denn darin befindet sich eine blaue Vogelfeder. Ja, schadet nicht. 7 blaue Vogelfedern. Wahrscheinlich brauche ich eh viel weniger als 7, aber ja, es gibt, glaube ich, eh für alle meine Items, die ich gerade so im Moment besitze. Außer Schätze der Göttin. Ich glaube, von denen braucht man relativ viele. So insgesamt. Tschüss. Einfach mal so sprengen. So, schieben wir das Ding hinein und weiter geht's. Ich habe noch immer 2 Feen und einen Herztrank und die Medaille und ja, sieht noch gut aus. So, und was haben wir hier? Oh, sieht wie offene Wüste aus. Oh je. Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich vollkommen verändert. Mhm. Der direkte Vergleich ist hier ein Wahnsinn. Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gesährlichem Treibsand fest. Das Gefahrenpotenzial steigt um 30%. Ich empfehle, Plus zu drücken, um auf deiner Karte die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Aha. Ich schätze, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Okay. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Eldin gereist ist. Okay. Na gut. Größere Karte, schadet nicht. Okay, ja, das ist echt ein großes Gebiet. Da werden wir eine Zeit lang uns drinnen aufhalten. Das sehe ich jetzt schon. Aber bevor wir das machen, sprengen wir mal diese beiden Dinger. Und speichern sollte ich dann auch noch. Aber zuerst warte ich, bis das geht. Und ja, jetzt spreche ich. Weil sonst, ich weiß nicht, ob er das wahrnehmen würde, wenn ich speichern und beenden würde, aber da ich das eh nicht mache, ja. So, schauen wir mal, was erwartet uns hier. Also der Rückweg ist einmal auf jeden Fall gesichert, falls man so wünschen würde. Und, hey, danke.
Es hat früher auch Ranken dort gegeben. Und eine Äonenblume. Sehr schön. Na, wo geht's weiter? Ich glaube, in die Richtung müssen wir. Aber bevor ich darüber gehe, hangelt ihr mir mal ganz kurz darüber. Nur mal nachzusehen, was da so alles ist. Okay, was haben wir da? Hä? Was ist das? Ein lustiges Ding. Oh, okay. Warum nicht? Wenn's da ist. Naja, auf jeden Fall der Hauptgrund, warum ich da bin, ist dieses hier. Ein Schatz. Ha! Und dieses Mal ist es ein goldener Schmuckschädel. Na, schadet nicht. Ich habe auf was anderes gehofft, aber ich weiß gar nicht, ob die Schätze fixiert sind. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, wenn es wer weiß, kann man mir ja Bescheid sagen. Und ich schnapp mir die Insekten da ganz geschwind. So, und diese Teile sind sehr, sehr gefährlich. Diese Teile nennt man nämlich Rollkrebse. Dieses Wüstentier ist aus uralter Zeit, lädt seinen Körper elektrisch auf und hat eine enorm hohe Lebenserwartung. Sein Panzer ist erstaunlich leicht, weshalb er durch die Wüste rollen kann, ohne im Sand zu versinken. Boah, das ist praktisch. Dass diesen Genotyp insgesamt 22 Mal besiegt. Auf jeden Fall, diese Teile sind elektrisch und wie wir vielleicht schon wissen, sind Eisenschilde mit Elektrizität, das verträgt sie nicht sehr gut. Man kann es alternativ auch sprengen, diese Teile, aber ich mache es lieber mit dem Schild. Weil, das Teil, das will ich. Hin und wieder, wenn wir nämlich in der Wüste sind, rollt Wüstengras herum. Und wie viel habe ich jetzt? 6? Ja, ein bisschen mehr. Und da hat der Gegner uns schon gesehen. Oder auch nicht? Was? Was mit dem? Wow. Jetzt haben wir den Ball getroffen, aber es ist noch gut ausgegangen. Aber ich finde es schräg, dass die Panzer dort liegen bleiben. Auf jeden Fall Bernstein-Halbmond. Auch gleich einmal einsammeln. Ich habe viel zu viel Bernstein-Halbmonde. Wenn ich mal die Chance kriege, dich zu verkaufen, dann mache ich das. Auf jeden Fall. Da befindet sich auch ein paar Rubine. Schadet nicht. Ja, weiter zum nächsten Rollkrebs. Schauen wir mal. Sieht er mich schon? Na. Ja, so kann man es nämlich auch besiegen. Einfach von hinten irgendwie auflauern und funktioniert. Ja, yeah, Artefakt der Göttin. Eine Schatztruhe. Wow, so viele Socken, die was mich gleich sofort interessieren. Und, oh, mehr Wüstengras. Okay. Ja, warum nicht? Hi-Fi, Wüstengras kannst du in der Wüste, Ranel und anderen Orten finden. Es rollt über den Boden für allerlei Dinge frei. Wenn du siehst, du hast mir gerade vorher, weiß ich nicht, 2 Minuten zugehört, was ich gerade gemacht habe. So, aber jetzt probiere ich was aus, ob das im Heldenmodus funktioniert. Na, nicht ganz. So vielleicht? Ah, nicht? Jetzt der finale Versuch. Ah, es funktioniert also. Ich glaube, das ist nämlich ein Artefakt, das man normalerweise erst später aktivieren kann, aber hey, im Heldenmodus geht's auch jetzt schon. Also, ja, ich spiele im Heldenmodus, also mache ich es auch. Auf jeden Fall, ja, wo lang? Ich glaube, das springe ich mal. Mal schauen. Ja, ist ein gutes Ziel. Aber es schaut nichts außer 5 Rubine. Und wer braucht schon 5 Rubine? So, okay, jetzt habe ich keine Bomben mehr. Das ist schlecht. Muss hier auffüllen gehen. Ein Stein der Zeit. Ja, dann
Geht das von außen? Ich probier's mal. Na, schade. Okay, dann muss ich leider ein bisschen Bomben auffüllen und von oben das Ganze machen. Aber zum Glück dauert es nicht allzu lange. Oder? Kann ich es draufwerfen? Na, das geht sich nicht aus. Schaut nicht so aus. Schade. Na gut, probieren wir es mal von hier. Von hier funktioniert es, das weiß ich. Also, gut werfen, warten auf die Bombe und... Ja, warten. Wow, das geht aber langsam. Leckt gerade mein Spiel? Ah, okay. Und das sind neue Gegner. Ah, ich kann ja nicht anvisieren. Auf jeden Fall, das Interessante bei diesen Gegnern ist, ja, diese nennt man Technoboklin. Ah, Boklin. Oh Gott. Diese Boklin tragen gefährliche Waffen, die engst einer uralten Zivilisation gefertigt wurden und Lähmung hervorrufen können. Die Kleidung, die diese Subspezies der Boklin trägt, scheint die gängige Mode der Boklins zu sein. Ja, ich habe ihn schon insgesamt 37 Mal besiegt und ja, fehlerlos. Ich gehe ja ziemlich vorsichtig mit diesen Teilen um. Also, meine Lieblingsvariante, wie ich diese Gegner besiegt, ist recht simpel. Himmelstrahl, Fangstoß. Ja. Und dir, weil, ja, wenn sie einen Schlag von dir blocken, dann kann das auch böse ausgehen. Und was auch sehr interessant ist, sie gingen nicht aus der Vergangenheit hinaus. Also, damit kann man einfach so machen und drauf und Fangstoß. Gar kein Problem. Alternativ kann man es natürlich sprengen, aber ich will meine Bombe rein tun. Okay, passt. Okay. Und dieser Kollege hier hat etwas. Du hast mich gerettet. Sehr schön. Das war knapp. Beinahe hätten mir die Kerle den Strom abgeklemmt. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der kommt von hier, ist aber ein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dir dieses Ding ein wenig verbessern. Gib mal her. Echt? Das ist aber nett. Dankeschön. Und damit ist statt dem Käfer ein Greifkäfer geworden. Ja, der kann verschiedene Dinge aufheben, greifen, festhalten und loslassen. Und eines von diesen Dingen, die der Greifkäfer kann, ist Bomben aufzuheben. Ja, ganz recht. Und ja, die kann man dann dort drinnen platzieren. Alles gar kein Problem. Und ja, das muss man leider sehr, sehr oft machen. Und eben weil dies der Fall ist, werde ich jetzt ganz kurz eine kurze Pause machen. Also für euch ist es nur eine Sekunde, nachdem ich das alles eingesammelt habe. Denn, ja, ich möchte dieses Ding upgraden, weil es ist es wert. Es ist es wirklich wert. So schnell wie möglich upgraden. Und die Materialien habe ich doch. Also, bis gleich. So, endlich beim Bazar. Hi. Du. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ja, ich weiß, du kannst meine Items verbessern. Mach das bitte. Denn vorhin haben wir den Käfer nicht aufwerten können, weil es zuerst ein Greifkäfer werden hat müssen. Aber jetzt geht es. Und ja, eine extra Turbo-Funktion. Braucht zwei Innenblumen, zwei Bienenlarven und einen goldenen Schmuckschnädel. Und kostet nur 50. Bin ich dabei? Ja, passt. Ist kein Problem für mich. Ja, weil er schnellere Käfer ist, ja, das ist es definitiv wert. Besonders LP-technisch, meiner Meinung nach. Damit, ja, kann man viel mehr erforschen in viel schnellerer Zeit und dies empfehle ich wirklich jedem, dies so schnell wie möglich zu machen. Auf jeden Fall kann man den Käfer nochmal aufwerten.
Naja, und dadurch wurde die Flugzeit meines Käfers verlängert. Und das ganze, der ganze Spaß braucht sehr viel Ionenblumen, Bernsteinhalbmonde und eine blaue Vogelfeder und eins von meinen Geschenken der Göttin. Ja, bleibt mir nichts über, wenn wir schon dabei sind. Kein Problem. Na gut, ja, mit diesem Upgrade können wir damit sozusagen, ja, alles, was irgendwie in der Luft ist, erforschen und, ja, sollte dann kein Problem mehr sein. Weil damit haben wir den goldenen Kraftkäfer, kann nun viel länger fliegen wie dein alter Käfer, kann auch schneller fliegen und, ja, alles nur Vorteile. Das Schild lasse ich auf jeden Fall noch aus, weil das zahlt sie wirklich nicht aus. Und du, oh, na, uninteressant. Auf jeden Fall, ja, bis gleich. So, hallo zurück, Leute. Und ja, wie man sehen kann, bleiben Steine der Zeit aktiviert, wenn man kurz das Gebiet verlässt. Und ja, jetzt sind wir sogar mit dem guten Greifkäfer unterwegs. Also Kraftkäfer, besser gesagt. Also, probieren wir gleich aus. Also, so fliegt er normalerweise. Und wenn man ihn schneller macht, oh, wie schön. Der kleine Nachteil, solange man ein Item in der Hand hat, ja, funktioniert die Schnellfunktion leider nicht ganz, aber hey, solange er schneller zum Item kommt, ist für mich das okay. Meiner Meinung nach war das diesen Ausflug wert. Definitiv sogar. Und ja, springen wir mal alles auf. Ich glaube, damit haben wir eh dann alles. Und wenn man Bomben sparen will, kann man jetzt sogar, okay, wenn ich es schaffe, kann man sogar so ein Teil nehmen und, ja, die Gegner so vernichten. Ist alles kein Problem. So, ist da oben irgendwas Interessantes? Ich schau mal nach. Und den Gegner lasse ich aus, weil, ja, für was? Okay, da haben wir eines dieser Insekten. Okay. Zahlt sich noch nicht wirklich aus, aber ja. Sonst ist da nichts. Gar nichts. Habe ich mir wohl getäuscht. Na gut. Und ist da in der Ecke vielleicht was Interessantes? Schaut auch nicht so aus. Aber das da ist eine Grabestelle. Das finde ich schon interessant, aber ich komme da vorerst noch nicht rüber und ja, ist schade, aber hilft nichts. Auf jeden Fall auch rechts habe ich schon, oh Gott, das wäre jetzt knapp geworden. Okay, Bernsteinhalbmond, sammelt die auch noch ein, denn ja, wenn ich mal verkaufen gehe, dann, dann vieles. Und dann will ich reich sein danach. Wäre zumindest der Plan. Auf jeden Fall, die zuvor erwähnte Grabestelle, was haben wir da drinnen? Rubine, mehr Rubine, noch ein bisschen, ja. Was? Nur 10? 11. Kann ich ja mal zählen. Oh Gott. Naja, die Gegner sind relativ lästig, aber man kann sie natürlich auch auslassen. Ich glaube, in dem Gebiet befindet sich eh nichts Interessantes, also, ja, lass es gleich komplett aus. Und, ja, das da vor uns ist Treibsand und der ist ärgerlich. Aber, diese Teile kann man auch sprengen. Das habe ich, glaube ich, eh schon vorhin erwähnt. Und das Schöne ist, sie versinken in dem Treibsand und man kann eine Zeit lang darauf verweilen. Also, wenn man die Möglichkeit hat, dass man so ein Vieh da in der Nähe hat, sollte man es auch ausnutzen. Und hat Gott, der mit seinen elektrischen Dings meine Bombe getroffen? Okay, das war verfehlt. Okay, na dann mache ich es anders. Nämlich mit dem Kraftkäfer. Sollte auch funktionieren. So, und denn ich will auf jeden Fall darüber zum Artefakt. Also, ohne das Artefakt gehe ich sicher nicht heim. Und
Wetter. Ah, sehr gut. Ich sehe ausgegangen. Na dann. Jetzt funktioniert es. Sehr gut. Ja, das waren dann in dem Gebiet schon zwei Artefakte. Ja, ich glaube schon. Na, drei. Stimmt, ja, wir haben uns, ja, unter Anführungszeichen gecheatet. Aber, hey, wenn ich schon komme, ich spiele doch im Heldenmodus. Ah, das war schlecht, dass man das Ding jetzt entdeckt hat. Auf jeden Fall, wenn diese Teile gegen eine Wand steuern, dann passiert so etwas. Und irgendwie hat er es geschafft, dass er sich damit nimmer. Ja, sehr gut. Okay. Muss ich nur noch zurückkommen. Und das ist auch eine kleine Sache. Oder soll ich gleich nach vorne gehen? Ah, ich glaube, zurückgehen ist zuerst gescheiter, weil sonst geht es vielleicht nicht aus. Ist ja das schon alleine schon knapp. Und das Interessante, sobald der Panzer verschwindet, erscheint ein neues. Und ja, das will ich gleich vernichten. Oh, stell dich gut hin. Was? Ah, okay. Mach ich es halt wieder mit dem Käfer. Ist sehr sicherer. Und bombensparender. Außerdem habe ich jetzt eh einen Kraftkäfer. So, das geht sich leicht aus und das sollte sie dann auch leicht ausgehen. La leicht? Okay. Ja, und damit sind wir schon wieder ein Stückchen weiter. Ah, April. Ja, du. Damit, ja, speichern wir mal ganz kurz. Und, ja, ich glaube, das war's dann schon fast für die Episode. Beinahe. Denn eine kleine Sache gibt's noch zu machen, die, bevor ich aufhöre, noch kurz erwähne. Nämlich das hier. Und die am Boden. Aber die stören mich gerade nicht. Denn wenn man dieses Ding hier herunterschiebt, hat man überhaupt kein Problem mehr, dass man, ja, den Bereich da einfach auslassen kann und drauf sprinten drüber und funktioniert. Auf jeden Fall, ich sag schon mal danke fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mir sehr, sehr über Like freuen, also es hilft wirklich sehr viel und ja, Dankeschön, fertig.